das, was wir insgesamt in den nächsten 20 Jahren an CO2 einsparen sollen, blasen die Chinesen in weniger als 6 Monaten in die Luft. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit Wochen verunsichert der grüne Heizungshammer die Menschen. Es sind nur noch 8 Monate bis zum Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen und Millionen Menschen wissen immer noch nicht, wie sie nächstes Jahr heizen sollen. Und Sie, Herr Herrmann, sprechen hier jetzt doch allen Ernstes von Technologieoffenheit, obwohl Sie in der Realität praktisch keine Alternative zur Wärmepumpe zulassen. Denn alle von Ihnen theoretisch erlaubten Alternativen funktionieren in der Realität eben nicht. Die Hybridheizung zum Beispiel. Wer kann es sich denn leisten, 2 Heizungen einzubauen? Oder die Stromdirektheizung, die funktioniert nur im maximal gedämmten Haus mit EH40-Standard, der für über 80% des Wohnungsbestandes überhaupt nicht erreichbar ist. Noch illusorischer ist es Heizen mit blauem und grünem Wasserstoff. Wie viele Stadtwerke bieten den Wasserstoff an? Ich kenne kein einziges. Wenn man Technologieoffenheit schon definieren muss, dann ist genau das der beste Beweis dafür, dass es eben gerade keine Technologieoffenheit gibt. Nächstes Jahr sind über 7 Millionen Öl- und Gasheizungen älter als 30 Jahre. Und durch Ihr geplantes Gesetz müssen dann davon allein im nächsten Jahr 2 Millionen Heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Bei durchschnittlichen Kosten von 100.000 Euro für eine Wärmepumpe und die erforderliche Sanierung kostet es also die Menschen allein nächstes Jahr 200 Milliarden Euro. Insgesamt müssen aber wegen Ihrem Heizungshammer 20 Millionen Heizungen ersetzt werden. Das bedeutet dann Gesamtkosten von 2.000 Milliarden Euro. Also rechnerisch 25.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Und dabei ist es völlig egal, ob Sie Eigentümer oder Mieter sind, denn dadurch wird die Miete im Durchschnitt um mehr als 200 Euro pro Monat steigen. Und das Heizen mit Strom ist auch noch um 30% teurer als mit Gas. Und jetzt wollen Sie den Menschen mit Ihrem absolut lächerlichen Förderprogrammchen Sand in die Augen streuen und suggerieren, sie bekämen eine wahnsinnige Unterstützung beim Heizungstausch. Dabei heißt doch der Vorschlag der Regierung im Klartext, dass sie bei Gesamtkosten von 100.000 Euro eine Förderung von vielleicht maximal 10.000 bis 15.000 Euro beantragen können, aber die restlichen 85.000 Euro in jedem Fall selbst bezahlen müssen. Dieser Heizungshammer ist für die Menschen weder bezahlbar noch machbar. Wir haben nicht genügend Wärmepumpen, wir haben nicht genügend Handwerker, wir haben nicht genügend Strom und die Menschen haben schon gar nicht genügend Geld, um diesen Wahnsinn umzusetzen. Das von der Regierung geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen ist damit nichts anderes als eine soziale Katastrophe. Sie lässt die Mieten weiter explodieren und ist die faktische Enteignung von Millionen von Menschen, die sich ihre eigenen 4 Wände, ihre Altersvorsorge vom Mund abgespart haben. Und wofür das Ganze? Für nichts. Denn das, was wir insgesamt in den nächsten 20 Jahren an CO2 einsparen sollen, insgesamt blasen die Chinesen in weniger als 6 Monaten in die Luft. Sie ruinieren also völlig sinnlos die Zukunft der Menschen in unserem Land.